Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit kann man morgens um 8 Uhr vor Schulen ein heilloses Chaos beobachten. Da parken Autos in der ersten Reihe und in der zweiten Reihe, da stehen Autos mitten auf der Straße herum. Da laufen Kinder zwischen den Autos durch, in die Schule hinein. Und warum das alles? Weil Eltern alle in den letzten 5 Minuten vor Beginn der Schule an der Schule ankommen wollen, selber gestresst sind, die Kinder dann dabei auch noch stressen. Wie kann man das vermeiden? Der erste und beste Weg, es zu vermeiden, ist überhaupt kein Auto zu benutzen. Wenn Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad ab dem 4. Schuljahr zur Schule unterwegs sind, dann bewegen sie sich, dann können sie soziale Kontakte knüpfen und dann lernen sie vor allen Dingen auch den Straßenverkehr kennen. Viel besser, als wenn sie scheinbar geschützt nur in einem Auto sitzen. Und da, wo das ganz und gar wegen der Entfernungen oder der Straßen nicht möglich ist, da sollte man auf den ÖPNV umsteigen und Kinder mit Schulbussen sicher zur Schule bringen. Der morgendliche Weg mit dem Auto zur Schule ist auf jeden Fall immer der schlechteste Weg.